Wie sieht's aus, Doc? Ein Glücksgriff? Genau das ist sie, Sir. Sie ist außergewöhnlich. Wir haben sie getestet. Ihre Zellen wurden modifiziert durch ein Isotop an ihrer Halskette. Es scheint sie zu verjüngen. Mit dem richtigen Training wäre sie stärker und schneller als jeder Mann. Aber ohne die Kette wird sie schwächer. Sie ist mehr als perfekt. Das ist bestimmt der Grund, warum die Agency scharf auf sie ist. Jackpot! Ha, ha! Lenny. Lenny wurde entführt. Was? Welcher Wichser will mich denn hier verarschen? Oder willst du mich verarschen? Gott verdammt! Ruf Jade an und sag ihr, wir wollen das Lösegeld. Und sag dem Sheriff, ich will meinen Jungen zurück. Diesem scheiß Perversling zahle ich auch noch Geld. Oh, Mrs. Cooper. Sheriffs Büro? Wie kann ich helfen? Ist für Sie. Skurky hier, was? Lila, hi. Was? Nein! Ja, Gott verdammt! Ist gut, ich komme. Bin gleich da. Part 2. Am Ende des Weges. Wo ist Victoria? Der tötet mich, wenn ich verrate. Und ich töte dich, wenn du schweigst. Oh, bitte! Wir wollten sie doch wieder freilassen. Wir wollten doch nur ein bisschen Kohle, Mann. Zum letzten Mal. Wo ist Victoria? Nicht aufhören. Geil. Und wo kann ich den finden? In der Fabrik, am Stadtrand. Fragen Sie sich einfach durch. Er kämpft da immer nachts, okay? Gut. Du kannst aufhören, das hilft mir weiter. Darf ich aus dem Loch raus? Gehen Sie los. Na, bin ich mal gespannt. Das mit der Nonne war ein Unfall, okay? Ehrlich. Müssen wir jetzt auf ihn schießen? Es gibt keinen Grund. Ja gut, scheint so, ne? Alles klar. Und nun, was machen wir jetzt? Wegfahren, alles klar, das ist, denke ich mal, okay. Kann man machen. Und dann wollen wir das auch machen. Aber erstmal, natürlich, begrüße ich euch zum neuen Hitman Absolution Part. Und eins muss man ganz klar vorneweg sagen, es geht wieder richtig los. Ach, das war jetzt eine Mission? Mutterschlüssel, Tomahawk, Schürkhaken, Hundeknochen, Wasserpfeife. Oh, was ich hier schon wieder für Möglichkeiten gehabt hätte, ist das krank. Ja gut, damit ist der Part auch wieder zu Ende. Nein, natürlich nicht. Sowas Kurzes nehmen wir dann doch, denke ich mal, mit. Und wieder geht's mit einer Zwischensequenz weiter. Ich liebe diese Zwischensequenzen. Naja, gut. Dann sehen wir uns mal gleich wieder. Ich lasse das mal wieder laufen und verstumme ein wenig. Part 2. Dexter Industries.
Scheinbar können wir jetzt loslegen. Und dann müssen wir als erste Aufgabe das Sicherheitssystem deaktivieren. Die Frage ist, können wir jetzt einfach schon durchlatschen oder nicht? Ich hoffe es einfach mal. Mal gucken. Eine alte Sägemühle. Jetzt ein Außenposten. Oh Gott. Kein Zutritt und schwer bewacht. Okay. Suche ich mir einen anderen Weg. Wird es bestimmt den einen oder anderen geben. Ja, hier sieht man es doch schon. Eindringen, durchs Fenster klettern. Ah, feindliches Gebiet. Die Axt nehmen wir. Nein. Oh Gott. Das wäre schon wieder ziemlich knapp geworden. Also haben wir hier wahrscheinlich auch die Möglichkeit, das Sicherheitssystem zu deaktivieren. Die Frage ist halt nur, wie kommen wir hier ran? Vor allem, weil hier auch noch echt relativ viele Leute sind. Hey, alles klar? Alles klar. Ja, da hinten kann man es auch deaktivieren. Sollten wir wahrscheinlich den anderen Weg einschlagen, würde ich mal sagen. Ziehen hier rüber, sollte noch passen. Nein. Oh, das war sehr knapp. Oh. Das auch. Oh Gott. Hier ist eine Kiste. So, jetzt sollten wir weitergehen können. Frage ist halt nur, wie weit. Naja gut, lassen wir uns mal nicht lange lumpen. Und probieren hier möglichst den direkten Weg einzuschlagen. Der andere verlässt hier jetzt die Bude. Nein, nein, nein. Oh Gott. Okay, sind alle hier? Fast. Die Reserve bringt sich noch in nein, Position. Nein, 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 nein. Oh. Irgendwie geht den Bossen die Düse. Ja. Deswegen können wir nicht vorsichtig genug sein. Sie haben den alten Kameraraum in Betrieb genommen. Echt jetzt? Scheiße, dann muss es ernst werfen wir die doch mal. Ist es auch. Also, zurück an die Arbeit. Na dann, bis später. Was? Oh, bitte. Was soll das denn? Du da. Sieh mal nach, wer der Witzbold ist. Ich hab's gesehen. Bin schon unterwegs. Hey, Kugelstoßer. Komm raus. So, jetzt muss es schnell sonst gehen. Ich dir eine Kugel. Oh Gott. Ich hab nichts gefunden. Alles ruhig. Ist mir eigentlich auch egal. Okay. Ah, jetzt müssen wir doch noch das zweite Sicherheitssystem deaktivieren. Das kann ja was werden. Na gut. Oh, verdammt. Oh Gott, jetzt bleibt er da ernsthaft stehen. Ah ne, was macht er? Hat er sich hingesetzt? Oder wie oder was? Ah ne, gut, er hantiert da dran rum. Das war jetzt natürlich das Beste, was für uns eigentlich passieren konnte. Mutterschlüssel nehmen wir natürlich auch. Ah, was ist nur mit den ganzen los? Also das hier ist schon eine sehr, sehr heikle Situation. Aber natürlich, mein Gott, wir sind der Hitman. Wir kriegen das natürlich alles problemlos hin. Das ist halt immer nur eine Frage der Zeit. Komm, hüpfen wir hier nochmal durch. Ja. Oh Gott, ich bin gerade auf den Desktop geflogen, tut mir leid. Durchhüpfen. Und, ah, der Ton des Spiels ist gerade weg. Was ist nun los? Das ist nicht so cool. Ah, kleinen Moment. So, der Ton geht wieder. Aus welchem Grund auch immer hat er sich eben deaktiviert. Jetzt muss ich erstmal sehen, wo jetzt genau unser Ziel ist. Wahrscheinlich wieder ganz hinten. Wir müssen durch irgendeine Tür gehen oder so ein Kram. Denn wir wollen ja ins Gebäude hineinkommen. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig in diesem Fall. Naja, mal sehen. Ich pirsch mich hier mal weiter vor. Kann mich hier mal kurz ranlehnen. Gucken wir mal kurz. Da hinten sollen wir rein. Wollen wir da nochmal irgendwie hinkommen? Ah, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, wie. Den Kasten können wir nicht mitnehmen. So. Ah, komm schon. Und. Zentrale, wir haben hier einen Zwischenfall. Was?
Pfeife! Komm gefälligst raus! Es sind ein Tick zu viele, würde ich sagen. Also ich bin gerade echt hart am Grübeln. Aber ich denke, wir können ganz hinten durch das Haus gehen. Boah, warum, wie hätte der mich bitte gefunden? Ich war hier doch schon komplett hinter. So. Boah. Wo ist hier einer? Weiß es nicht, aber den netten Herrn können wir hier umlegen. Oder... Nein, 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 verdammt. Scheiße. Oh Mann, das ist nicht einfach. So. Alpha 1, hier Alpha 1. Erstatte Bericht. Alles sicher. Over. Sehr schön. Oh nee, setzt er sich da hin. Verdammt. Ich glaube, da muss ich jetzt warten, bis er wieder zurückkommt. Checken wir mal kurz die Lage durch die Wände. Der eine geht dahin. Ja gut, er kommt zurück. Sehr schön. Verstecke ich mich erstmal hier hinter, damit ich... Ja, das habe ich nämlich fast gedacht, dass er diesmal den anderen Weg entlang geht. So. Perfekt. Besser kann man es nicht haben. Jetzt haben wir ihn ausgeschaltet. Frage ist, wollen wir uns verkleiden? Wäre es jetzt praktisch? Weil das Problem ist, hier sind nur Sicherheitsleute. Damit fällt für mich das Verkleiden ehrlich gesagt weg. Denn da der Patch, glaube ich, immer noch nicht erschienen ist, also mein Spiel hat sich bis dato noch nicht geupdatet wieder, erkennen die mich einfach viel zu schnell und dementsprechend macht das dann auch nicht so viel Sinn. Oh mein Gott. Der kommt hier an oder geht er erst nach da hinten? Verdammt. Nee, das sind gerade ein Tick zu viele. Ich muss wieder warten, bis sie alle ihren Rückweg antreten. Er geht rein. Hinten steht noch einer. Oh Gott, also wie gesagt, ich hoffe, ihr oder euch stört es jetzt nicht, dass ich mir wirklich lange Zeit lasse. Denn ich will die jetzt nicht Rambo-mäßig vorgehen oder so ein Kram. Ganz im Gegenteil. Und es gehört halt einfach dazu, dass vielleicht die ein oder andere Situation mal ein Tick länger dauert. Gerade bei so vielen Gegnern. Da muss ich mich wirklich konzentrieren. Aber ich hoffe, dass ich jetzt gleich schnellstmöglich weitermachen kann. Da die beiden verdrücken sich. Darauf habe ich gewartet. Dass ich mich jetzt hier hinter langschleichen kann. Oh Gott, was haben wir denn hier? Oh, da hinten liegt auch noch was. Beweis. Sehr gut. Metallrohr mit Schraubendreher. Nö, muss nicht sein. Oh Gott, oh Gott. Er geht weg. Schloss knacken. Alpha 54. Oh mein Gott. Oh, das war nicht einfach, ey. Wie geil. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Tür auf, rein und weiter geht der Spaß. Oh Gott. Mal gucken.